Recht herzlich willkommen zur 141. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind wieder im Spiel und müssen noch ein bisschen Geld machen, haben wir gesagt. 190 hatten wir eben schon mal gesehen, also so ein bisschen mehr könnte es werden noch. Ja, wird's auch. Also unsere Händler sind, glaube ich, zu Gange und machen mal vernünftig Arbeit gerade. 1.250.000, das ist schon gut. Da läuft auch noch einer. Der macht bestimmt auch noch tolle Sachen. Da ist noch irgendwo eine Einheit zugekommen. Die können wir mal rüberziehen. Da ist sie. So, die schleppen wir mal hier unten hin, damit die zu den anderen kommen. Und dann müssen wir weiter gucken, wo sind denn hier diese Angriffe jetzt alle? Hier wieder. Da oben oder wo? Okay. Aber Geld verloren haben wir noch nicht. Die sind noch frühzeitig weggekommen. Kann das sein? Ah, hier ist was anderes. Oder? Nee, ist auch kein Geld. Da haben wir auch noch eine Einheit. Die bringen wir dann mal auch hoch. Aber warte mal. Da schauen wir mal schnell nach, ob da schon welche ausgebildet werden. Nee. Da machen wir noch drei dazu. Okay, jetzt ist ein bisschen das Geld natürlich dadurch runtergegangen, ist auch klar. Und da haben wir noch welche Leute. Bären sind das. Gehen wir mal schnell hier die Kohle holen. Und okay, jetzt greifen wir die Bären an und hoffen, dass wir siegreich sind. Aber so wie es aussieht, sind die Bären stärker, oder? Ja, Reiterei bringt nichts gegen Bären. Oh, wie ist das? Ja, jetzt sind die Bären in Überzahl. Und dann war's das mit uns. Aggressiv. Ja, wenn wir aggressiv machen, gehen wir auch noch drauf. Passiv. Ja, schon durch. Kriegen wir die noch abgehauen? Oh ja, haben sie geschafft. Können die hier regenerieren? Nein, können die nicht. Das ist schlecht. Mal gucken, wo die hinlaufen. Es sind noch zwei Bärentruppen. Mal gucken, dass wir da mal rauskommen. Kreuzen da jetzt so hin und her, ne? Okay, das haben wir geschafft. Kriegen wir mal hier gerade rum. Oh nein, nicht angreifen. Oh, das war jetzt wieder so richtig klar, ne? Konnten die nicht einfach das tun, was ich gesagt habe, nämlich abhauen? So, wenn die dann da weiter links sind, gehen wir mal nach rechts. Warum laufen die da lang? Sag mir das. Ah, toll, jetzt sucht er noch die Stadt. Wie? Sag jetzt nicht. Das waren nur ein paar Bären, die da einzeln rumliefen. Kann das sein? Warte, dann hole ich den Geldhaufen noch gerade da raus. Genau. Und jetzt regenerieren wir die hier unten. Und da oben ist noch ein Warenhaufen, den holen wir uns auch noch. So, jetzt kommt das Geld zusammen. Ist noch einer, oder? Wo ist denn der Warenhaufen? War da nicht noch einer? Es leuchtet doch hier was. Ah, da ist der, okay. Gut, das war nochmal 22.000, war ja auch nicht ohne. 1,3 Millionen haben wir jetzt schon. Und die zwei Truppen schicken wir auf jeden Fall jetzt hier oben hin. In das Städtchen da. So, hier.
So, dann machen wir nur diese netten Leute, die so machen. Hier haben wir schon welche in Dingens, da passiert aber nichts, okay. Dann war das das, hier geht's aber was. So, Schwertkämpfer, können wir auch nochmal 5 zaubern. Hier unten ist dann die Reiterei noch nicht fertig. Wo wird gekämpft? Ach so, gegen Luchse, okay. Aber da sind wir dann doch stärker dran. Ja, das klappt wohl noch. Aber da kommt Nachschub bei den Luchsen, auch schön. Okay, das sieht jetzt nicht so ganz so doll aus. Der Kampf dauert so lange, bis der Schnee weg ist, oder wie? Okay, dann ein Städtchen. Ich weiß gar nicht, kann man hier regenerieren? Sieht so aus. Okay. Da können wir noch ein paar ausbilden. Jetzt müssen wir hier unten nochmal gucken, wie weit die hier sind. Okay, die regenerieren noch. Dann lass die da noch drin. Woanders sind auch schon welche ausgehoben. Die Schwertkämpfer gehen nochmal da hoch. Schauen, wie lange die bei den Luchsen da so rumstehen. Und jetzt kommt dieser total langweilige Spruch. Ja, so weit. Und hier haben wir jetzt einen Haufen, ne? Wird die noch gemacht? Nee. Aber ich mach den jetzt hier nochmal. Raus da. Und dann holen wir den Haufen da gleich noch ab. Hoffen, dass wir nicht da von den Bären erwischt werden. Oder wer da auch immer zu Hause ist. So, da ist die Einheit. Und da ist der Bärenhaufen. 17.000 geholt. Ah, warte mal, hier ist noch einer. Dann holen wir den auch noch. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Wie sieht's hier aus? Irgendwo was? Nein. Jupp. Da sollen die hin. Gibt's hier irgendwo noch ein bisschen was? Nein. Dann laufen wir da querfeldein darüber. Gut, ihr sollt sogar hier hin. Und mal gucken, wo noch welche rausgekommen sind. Da. Die gehen da bitte auch noch hin. 17 Einheiten, stopp, wir sind schon zu weit. Okay, jetzt gab es keine Haufen. Oh, wo wird gekämpft? Da nicht. Das muss hier oben sein, wo gekämpft wird, ja. So, dann machen wir da mal kurz ein bisschen Rabatz. Damit wir die Luchse dann auch mal los sind. Kommt noch eine Einheit mehr. Alle aufsetzen, jo. Keine Ahnung, wo das war. Und das ist auch hier gewesen. Gut. Hier sind gerade keine im Anstich, oder? Ne. Da ist noch eine Einheit rausgekommen. Und zwei sogar. Die nochmal nach da. Geht hier noch was? Odessa kann auch. Nochmal 5. Jetzt sind wir bei 1 Million.
Machen wir hier noch ein paar. Dann haben wir da noch mal welche. Da geht sowieso nicht. Da sind die Pappnasen. Das geht hier. Genau, die Schwertkämpfer, dann machen wir die da auch noch. Da haben wir noch mal 15 ausgehoben und dann müssen wir gucken, dass wir die unterkriegen. Jetzt haben wir nur noch 900.000. Obwohl unsere Händler sind eigentlich ganz gut am Arbeiten, ne? Oh, da ist jetzt gerade mal richtig viel Geld ausgegeben worden beim Einkauf. Okay. Nirgendwo Truppen angekommen. 20 haben wir. So, warten wir, bis welche wieder fertig werden. Da ist eine. Jingelt überall, aber ich sehe nicht, doch da. Die laufen auch darüber. Der läuft auch rüber. Da. Auch unterwegs. Da kommen noch drei raus, okay. Da auch, also sechser. Und da auch, also neuner. Gut, dann lassen wir die mal noch schnell kommen. Noch acht Einheiten. Noch sieben. Sechs. Und wo ist der jetzt rausgekommen? Das muss da gewesen sein, oder was? Okay, da sind wieder Luchse. Nächste Einheit kommt aber zur Hilfe. Genau, passt. Die laufen auch noch rüber. Das sind 35. Müssen noch drei oder waren sie es? Dann kommen noch zwei Einheiten, glaube ich. Und hier noch eine, da müssten sie durch sein. Und da waren sie nicht, oder? Ja, genau, das ist erledigt. Kurz einmal überall gucken, aber das müssten so gewesen sein. Ja, und das ist auch so. Wir haben noch eine halbe Million, das heißt, wir müssen jetzt zügig gucken, wenn die eine Truppe da gleich kommt, dass wir dann loslegen. Vier, 21, 1, okay. Irgendwo wieder ein Angriff.
Okay. Wir reiten los, genau. Einmal gerade dahin alle. Ah, super, das wollte ich nicht so. Jetzt haben wir die alle ausgewählt. Zack. Und oben nach Kursk bitte einmal. Wir haben nicht mehr ganz so viel Geld, aber das wird ja jetzt gleich sich erledigen. Okay. Wieder 26.000, aber die Truppen kommen. Das ist alles erledigt. So, läuft auch schnell runter. Und wollen wir hoffen, dass das so klappt. Wir haben noch 360.000 auf der Kante. Die Zahl geht relativ zügig runter, ne? 21,7. Geld steigt gerade, glaube ich. 20 haben wir da. 19. Achtzehn durch. 17. Das Geld bleibt oben relativ gleichmäßig, also stabil. 15 durch. 'S Geld wird jetzt wieder weniger. Wir sind unter 300.000. Sind hier aber bei 12.000. Kommt wieder eine Einheit raus, die wir aber relativ schnell im Griff haben. Elftausend sind rum. Da oben haben wir 290.000, knapp 300. Unter 10.000 sind wir. Das Geld geht gerade so, um die 300.000 schwenkt es gerade. Wir sind unter 8.000 gegangen schon. Unter 7. Das müssten wir jetzt aber gut durchziehen können da. Und dann haben wir schon wieder ein Etappenziel erreicht. Da haben wir Bana Städte erobert, oder? Unter 5. Geld ist stabil bei 300.000. Hat wieder eine Einheit geschaffen, die da jetzt rausgekommen ist. Jetzt unter 3. Unter 2. Wir haben kein Geld mehr. Unter 1000. Und noch eine Einheit gekommen und wir haben die Stadt besiegt. Tja, was machen wir jetzt? Hinrichten oder verbannen? Normal wäre hinrichten, würde ich sagen, zu der Zeit. Aber wir wollen verbannen. Jetzt beginnt das freie Spiel. Okay.
Gut, wir können unsere eigenen Ziele setzen, die Welt erobern, etc. und so fort. Ja, aber ich würde sagen, jetzt sind wir erstmal so weit durch. Hier machen wir erst eine Pause. Könnt in den Kommentaren schreiben, ob wir weiterspielen sollen oder nicht. Wäre schön, wenn ich von euch was höre. Und sonst überlege ich es mir halt, wie ich das habe. Ich wünsche euch erstmal schönen Tag noch, oder je nachdem, wie es bei euch ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.